Hi, ich bin Julia von Pointer. Ich stehe gerade vor der Hafen City Universität in Hamburg. Dort höre ich mich heute bei den Studierenden um, welche Pläne sie nach dem Studium haben, welche Ängste ihnen dabei in den Kopf schießen und wie ihnen die Uni bei der Berufsfindung am besten helfen kann. Was sind deine Pläne für die Zeit nach dem Studium? Meine Pläne nach dem Studium, im besten Fall wäre es tatsächlich eine längere Reise, also sich einfach nochmal die Auszeit zu nehmen und irgendwie nochmal mindestens ein halbes Jahr unterwegs zu sein. Aber dann natürlich auch dann der Job-Einstieg im besten Fall im Unternehmen, wo ich das, was ich auch als Theorie mitgenommen habe, noch besser umsetzen kann. I want to start working and look for a job somewhere in my field. Da möchte ich primär erstmal ganz viel reisen, dass ich für mich persönlich mir nochmal die Zeit nehme, weil ich glaube, dass das für junge Menschen ganz insbesondere wichtig ist, sich selber dadurch nochmal näher kennenzulernen, die Welt für sich zu erobern und zu schauen, was gibt es sonst noch so außerhalb hier unserer Stadt. Erstmal so vielleicht 2-3 Monate zu reisen, genau, und danach zu arbeiten. Ja, einfach im Angestelltenverhältnis wahrscheinlich erst und danach selbstständig machen. Ich würde mich mit einem Kumpel gerne selbstständig machen, ein Startup gründen im Bereich Food. Welche Ängste hast du, wenn du an die Zeit nach dem Studium denkst? Dass ich vielleicht nicht genau das finde, was ich mir vorstelle oder was mir Spaß macht und dass es mir dann doch vielleicht zu viel Stress wird und die Bezahlung dann vielleicht auch miserabel sein könnte. Dass man vielleicht in erster Linie mit einer gewissen beruflichen Situation konfrontiert wird, wo man denkt so, okay, ich fühle mich hier gar nicht wohl. I came to a country and where I don't even speak the native language, so I'm not scared of anything as such. Tatsächlich auch jetzt verbunden halt mit einem Startup ein bisschen Unsicherheit, ob das auch alles so gut geht, das Risiko, was man auf sich aufnimmt. Per se habe ich keine Ängste, weil ich glaube, dass wir recht gut aufs Arbeitsleben vorbereitet werden. Aber die Angst, die man hätte, ist, dass man nicht in einer plausiblen Zeitperiode einen Job finden würde. Also bei mir ist jetzt auch das Thema Familienplanung noch da. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann Kinder haben oder sowas, die Frage, okay, gut, ne, wie kann man dann die Kinder in dem Sinne ernähren, wenn man das so plump formulieren kann. Es gibt immer so ein bisschen die Angst, dass man nicht das Richtige findet, dass man sich ja nicht so richtig gut positionieren kann in dem Unternehmen, wo man dann im Endeffekt landet. Wie würdest du den Ängsten entgegentreten? Aktiv versuchen, dagegen anzugehen. Das heißt wirklich zu sagen, ich gebe mir echt Mühe dabei, jetzt zum Beispiel beim Bewerbungsschreiben, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe keinen Job oder ich versuche mein Netzwerk zu aktivieren, zu sagen, hey, ich bin gerade auf der Suche nach einem Job, ich habe schon seit 3 Monaten keinen gefunden, hier, wie sieht's aus oder sowas. Und genau, ich würde mir auf jeden Fall im Freundes-, im Familien- und im Bekanntenkreis versuchen, Hilfe zu suchen. Indem ich ganz viel mache, dass ich nicht sage, okay, ich bin jetzt hier festgefahren, das ist jetzt so, sondern dass ich sofort gucke, ich suche jetzt einen Plan B, ich gucke jetzt nach Alternativen, ich schaue schnellstmöglichst, dass ich irgendetwas anderes finde und vor allem ganz viel ausprobieren. Inwiefern haben sich deine Berufsvorstellungen während des Studiums geändert? Ja, also angefangen habe ich mit normaler Innenarchitektur und jetzt ist mir aber aufgefallen, dass nur die reine Innenarchitektur vielleicht doch nicht ganz das Richtige ist und dass ich gern nochmal einen zweiten Vertiefungspunkt haben möchte. Deswegen habe ich jetzt nochmal mir das neue Studium ausgesucht und ich glaube, damit läuft das ganz gut. Innerhalb meines Studiums habe ich für mich jetzt zum Beispiel schon festgestellt, dass Sachen wie Marketing mich sehr interessieren und Vermarktung, so generell so die Werbebranche. Mit welchen Maßnahmen könnte dich die Uni bei der Berufsfindung besser unterstützen? Ich glaube, das Beste sind immer Praxisprojekte, dass man im Unternehmen schon mal reingucken kann, gucken kann, was gibt es auf dem Markt, dass auch viel Praxisnähe mitgebracht wird, um einfach auch zu einem realistischen Umfeld am Ende dann auch entgegenzutreten, wenn man aus dem Studium rausgeht. Infoveranstaltungen sind natürlich immer ganz gut, aber ob die immer so ankommen, weiß ich auch nicht. In kleineren Seminaren ist es auf jeden Fall sinnvoller. Ganz banal jetzt zum Beispiel, wie schreibe ich ein vernünftiges Anschreiben, wie designe ich meinen Lebenslauf, was sagen andere Leute zu meinem Lebenslauf, einfach in einem halbwegs geschützten Rahmen mal über so die Bewerbungsunterlagen drüber zu gucken.